Über 30 Milliarden Tonnen an Rohstoffen werden jährlich durch Bergbau gefördert. Da ist natürlich super viel Kohle dabei, aber auch ganz viele Metalle, seltene Erden, die für uns ja super entscheidend sind. Und nur mal so eine Zahl, im Handy stecken im Durchschnitt 35 unterschiedliche Mineralien. Und eine, die da ganz relevant ist, ist Lithium. Und da gibt es Prognosen, dass bis 2050 der Bedarf an Lithium um 1000% steigt. Also das Zehnfache von dem, was wir jetzt brauchen. Das heißt, Bergbau wird für uns weiterhin sehr, sehr relevant bleiben. Und deswegen möchte ich mir heute anschauen, wie sieht denn die Zukunft des Bergbaus aus? Und es soll um ein Bakterium gehen, was es möglich macht, über 90% eines Metalles aus dem Gestein zu lösen. Dafür bin ich hier im Deutschen Bergbaumuseum Bochum und schaue mir das Ganze an. Und ich würde sagen, willkommen bei Breaking Lab. Jakob hier, los geht's. Wir Menschen, wir nehmen unglaubliche Gefahren und Anstrengungen in Kauf, um an Bodenschätze zu kommen. Ob jetzt über Tage im Tagebau oder halt unter der Erde im Stollen. Und hier im Anschauungsbergwerk des Museums kann man sehen, wie jahrelang Kohle abgebaut wurde und an vielen Orten der Welt auch noch abgebaut wird. Und das war am Anfang natürlich sehr, sehr körperlich. Also man hat einfach mit Schaufeln, mit Hacken gearbeitet, hat sich fortbewegt mit solchen Grubenfahrrädern hier. Irgendwann kam dann der Abbauhammer, der auch nach wie vor noch manuell betrieben wurde. Und heutzutage gibt es Abbausysteme, die vollautomatisch funktionieren. Willi Fockenberg war selber 20 Jahre im Steinkohlebergbau tätig. Nach der Stilllegung der Zeche, in der er gearbeitet hat, ist er im Deutschen Bergbaumuseum als Leiter der Bergbautechnik beschäftigt. Er hütet also das Anschauungsbergwerk. Über die Jahre hat er natürlich viel der technischen Entwicklung unter Tage mitbekommen. Also ich habe ganz unterschiedliche Abbauformen kennengelernt und von dem mit der Hand lösen der Kohle bis zu dem modernen Streb, wo wir uns hier im Moment drin befinden. Mit solchen hydraulischen Stützen wird der Streb gesichert und diese Stützen, die können sozusagen mit dem Gang mitwachsen. Für den Abbau selbst ist dann dieser Schremmlader, genauer gesagt ein Doppelwalzen-Schremmlader, verantwortlich. Die beiden Schremmwalzen arbeiten die Kohle aus dem Flöz, also der Kohleschicht hier. Das geht aber auch mit anderen Materialien. Es ist echt faszinierend, was wir Menschen geschaffen haben, um an Bodenschätze ranzukommen. Also wenn man sich mal überlegt, wir haben mit so einer Picke angefangen und jetzt sind da solche riesigen Maschinen. Ich finde das wirklich spektakulär. Was denkst du, wo sich das langfristig hin entwickelt? Also wie sieht so die Zukunft vom Bergbau aus? Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass man irgendwann mal fast mannlos unter Tage Mineralien abbaut. Einer der größten dieser Schremmlader steht in Queensland in Australien. Unfassbare 9 Millionen Tonnen Kohle hat er in einem Jahr ans Tageslicht befördert. Fast 3 Meter trägt er bei einer Bewegung ab. Einfach nur neben so einer riesigen Maschine zu stehen, ist schon ein völlig verrücktes Gefühl. Auch sonst sind im Bergbau viele Superlativen zu finden. Nach dem Teilchenbeschleuniger von CERN bei Genf sind auf Platz 2 und 3 der größten Maschinen der Welt ein Schaufelradbagger und eine Förderbrücke, auch beides Maschinen für den Kohleabbau. Auch der größte LKW der Welt wird zu diesem Zweck eingesetzt. Der BLATS ist ein Muldenkipper und kann mit seiner Ladung bis zu 450 Tonnen befördern. Man sieht also, auch wenn wir natürlich von Kohle und anderen fossilen Brennstoffen weg wollen, hin zu ausschließlich erneuerbaren Energien, ist Bergbau alles andere als nebensächlich. Und dabei geht es nicht nur um Energierohstoffe wie Kohle oder auch Erdwärme, sondern eben auch um Baurohstoffe wie Kies, Graphit oder Sand, Edelsteine und Salze und natürlich Metalle. Von Gold über Kupfer bis hin zu seltenen Erden, also Neodym oder Scandium. Das alles wird durch Bergbau aus der Erdkruste gewonnen. Es gibt kaum etwas, das uns in unserem Alltag umgibt, das nicht aus Rohstoffen aus der Erde oder mit deren Unterstützung hergestellt wird. Allein in Deutschland werden 900 Millionen Tonnen unterschiedlicher Rohstoffe im Jahr durch Bergbau gewonnen. Gleich geht es auch noch um einen Mikroorganismus, der das Ganze zu Teilen unnötig macht, weil er einfach super effizient ist. Und auch wenn wir jetzt große Geräte einsetzen, um Bodenschätze zu gewinnen, die Suche des Menschen danach beginnt weit vor der industriellen Revolution, nämlich bereits in der Steinzeit vor 35.000 bis 40.000 Jahren. Dazu treffe ich jetzt Frau Dr. Gabriele Körlin. Sie ist Archäologin und forscht hier im Deutschen Bergbaumuseum im Forschungsbereich Montanarchäologie. Wann kann man sagen, hat Bergbau begonnen? Bergbau hat bereits in der Steinzeit eingesetzt, in erster Linie auf Pigmente. Also Hämatit, Rötel, Ocker, Manganoxid
Man wollte Farben haben. Rot, Gelb, Schwarz. Zu Beginn standen also Farben im Fokus. Dabei ist aber vor allem ein Farbton bzw. ein Farbmittel besonders wichtig, und zwar Azurit, auch Bergblau genannt. Seit dem Ägyptischen Reich wurde es für Wandmalereien, aber auch Schminke genutzt. Ab dem Mittelalter ist Azurit für lange Zeit das wichtigste Blaupigment in Europa. Das Azurit ist was Besonderes. Daraus wurde blaue Farbe hergestellt für Wandmalereien. Wenn man jetzt nicht so viel Finanzen hatte quasi, hat man in erster Linie Weiß verwendet, Rot verwendet. Auch Gelb und Grün war noch günstiger. Blau dagegen war schon was Besonderes, weil das eben wirklich bergmännisch Untertage gewonnen werden musste. Wer das Ganze übrigens live sehen will, der kann sich den Augustineraltar mit Azurit im Germanischen Nationalmuseum in Nürnberg, dem Leibniz-Forschungsmuseum für Kulturgeschichte, anschauen. Ist eine ganz coole Sache, ich habe es live vor Ort tatsächlich mal gesehen. Neben Pigmenten wurden in der Steinzeit aber auch schon Gesteine abgebaut und damit Werkzeuge hergestellt, wie zum Beispiel Feuerstein. Aus Feuerstein kann man sehr viel machen. Das Schöne daran ist, dass das eben so gut bricht, gut spaltbar ist, zumindest wenn es bergfrisch ist, also wenn es frisch aus dem Berg gewonnen wurde, dann kann man das wunderbar verarbeiten und man kann daraus zum Teil größere Sachen herstellen, wie jetzt dieses Beil. Kann ich das mal anfassen? Aber natürlich. Das ist ein Beil mit dem. Das ist ein Feuersteinbeil. Oh, das ist richtig scharf. Das ist richtig scharf hier vorne. Damit könnte man einen Baum fällen beispielsweise. Damit einen Baum? Ja. Das geht super. Das dauert auch nicht wesentlich länger, als wenn man heute eine Stahlaxt nimmt. Wir haben das mal getestet. Das geht zügig. Erstmal, das ist der coolste Job der Welt, wenn man testen kann, mit solchen Sachen irgendwie Holz zu hacken oder sowas. Und abgefahren. Also es ist wirklich dafür, dass es nur ein Feuerstein ist, unfassbar scharf. Und wenn man sich überlegt, dass das schon so lange existiert, wirklich verrückt. Wie wichtig Bergbau ist, sieht man auch daran, dass man unsere Urgeschichte im Prinzip immer danach einordnen kann, was die Menschen gerade aus dem Boden geholt und für sich nutzbar gemacht haben. Die Bronzezeit, in der aus Bronze, einer Kupferlegierung, beispielsweise Waffen gemacht wurden. Später die Eisenzeit, in der ab etwa 1000 vor Christus Gegenstände aus dem sehr viel robusteren Eisen gemacht wurde. Aber gerade der antike Bergbau war natürlich auch nicht ungefährlich. Der römische Stollen in Wallerfang war zum Beispiel nur 1,40 Meter hoch. Der Abbauraum war im Einstieg schon nur noch 80 cm und im weiteren Verlauf teilweise nur 40 cm hoch. Das zeigt auch dieses 3D-Modell des römischen Stollens. Frau Körlin war für ihre Forschung selber vor Ort. Aber das ist dann für den, der dort arbeitet, natürlich eine enorme Belastung durch diese ungewohnte Körperhaltung. Und es wird halt alles mühsam. Wenn man Schächte anlegt, wird es dann ja ab zunehmender Tiefe wird es dann ja immer feuchter. Beziehungsweise man hat immer mehr Probleme, das Wasser rauszukriegen. Man muss auch aufpassen, wenn das sehr enge sind, enge Baue, dass einem dann der Sauerstoff nicht ausgeht unter Umständen. Für diese zwei typischen Probleme des Bergbaus, also das Grundwasser und die Luftzufuhr, haben die Römer schon damals Lösungen gefunden. Sie haben zum einen, wenn sie Stollen angelegt haben, haben sie die schon immer leicht ansteigend angelegt, sodass schon mal ein Teil des Wassers von alleine rausfließen konnte. Aber wenn jetzt der Abbau dann irgendwie unregelmäßig davon abgeht, wird es natürlich schwierig. Dann hat man versucht, entweder mit Becherhebewerken das rauszutransportieren oder mit archimedischen Schrauben. Eine archimedische Schraube besteht aus einem ansteigenden Rohr, um das eine Spirale verbaut ist. Durch die Drehung der Schraube wird das Wasser in die Kammern gedrückt und dann nach oben befördert. Außerdem gab es damals Wasserräder, die unter Tage dann zusammengebaut wurden. Die konnten bis zu 12 Meter hoch sein und damit einfach viel größere Höhen als die archimedischen Schrauben überwinden. Für die Luftzufuhr haben die Römer schon Schächte über den Stollen gebaut, damit die Luft zirkulieren kann. Also alles super fortschrittlich. Neben der Förderung von Rohstoffen, die man zum Bauen nutzt, werden besonders für fossile Energieträger riesige Eingriffe in die Erde und damit auch in unsere Umwelt unternommen. Jedes Jahr werden weltweit allein 8 Milliarden Tonnen Kohle aus dem Boden geholt und 4 Milliarden Tonnen Erdöl. Das sind riesige Massen, die man der Erde entnimmt und dann dort auch oft Mondlandschaften und zerstörte Ökosysteme hinterlässt. Was man aber nicht vergessen darf, auch unsere erneuerbaren Energien hängen vom Bergbau ab und so ziemlich all unsere Elektrogeräte. Eine mittelgroße Offshore-Turbine benötigt zum Beispiel von Generator bis Kabel etwa 67 Tonnen Kupfer. Und um da überhaupt ranzukommen, müssen dafür im Schnitt etwa 50.000 Tonnen Erde und Gestein bewegt und teilweise dann auch noch chemisch behandelt werden, um überhaupt dieses Kupfer zu gewinnen. Über Batterien von Elektroautos habe ich hier auf dem Kanal ja schon häufiger gesprochen und ihr wisst, dafür werden auch unter anderem Lithium, Nickel und Kobalt benötigt und für die Elektromotoren unter anderem die seltenen Erden Neodym und Dysprosium. Auch diese Ressourcen kommen aus der Erde.
Um Energie zu sparen, wird auch der Leichtbau eine immer größere Rolle spielen. Und so auch dann Aluminium und Titan. Und auch für Solaranlagen werden Spezialmetalle benötigt, also Tellur, Indium, Gallium und Selen. Und ungefähr 7% der globalen Silberförderung werden auch noch dafür verwendet. Es gibt Schätzungen, dass sich der Bedarf bis 2050 um 1000%, also um das Zehnfache nochmal steigern wird. Es ist also ein Trugschluss, dass Bergbau für uns irrelevanter wird. Umso wichtiger, dass wir uns anschauen, wie der sich weiterentwickeln kann und wie man mit den Folgen umgeht. Wie man in der Vergangenheit damit umgegangen ist und vielleicht in Zukunft damit umgehen kann, damit beschäftigt sich Dr. Michael Fahrenkopf, Leiter des Montanhistorischen Dokumentationszentrums hier im Deutschen Bergbaumuseum Bochum. Wenn man sich Bergbau anschaut, was sind mögliche Probleme für die Natur, die auftreten könnten? Naja, der Bergbau hat Einfluss im Grunde auf drei wesentliche Elemente in der Natur. Das ist einmal das Wasser. Der Bergbau muss in der Regel Wasser wegfördern. Das heißt also, er nimmt tiefen Einfluss in den Wasserhaushalt im Boden. Dann der Boden selber. Er arbeitet ja etwas weg, verändert sozusagen die Bodenstruktur, da wo vorher eine normale Landschaft gewesen ist. Und das dritte Element ist eigentlich die Luft, die uns umgibt. Das heißt, der Bergbau selber fördert das Gewinnungsgut, aber er bereitet es ja auch auf. Dann nutzt er wieder Wasser, er verändert die Stoffe und gibt zum Teil das natürlich dann auch an die Luft wieder ab. Und das verändert die Luft und schädigt sie zum Teil auch. In vielen Ländern entsteht durch Bergbau immer noch großer Schaden an der Umwelt. Besonders die Abholzung von Wäldern ist ein riesiges Problem. Bergbau verbraucht aber auch große Mengen an Wasser, was den Grundwasserspiegel absenkt und damit zur Austrocknung von Ökosystemen führen kann. Oft werden dann auch noch Schadstoffe wie Schwermetalle freigesetzt, die ins Grundwasser gelangen. Und außerdem geraten durch Rodung, Transport oder Sprengung giftige Stoffe in die Luft und führen häufig zu Erkrankungen bei Menschen, die in der Umgebung leben oder arbeiten. Und deswegen gelten in vielen Ländern strenge Regeln, wie mit den Folgen des Bergbaus umgegangen werden muss. Wenn ich mir jetzt vorstellen müsste, daraus soll wieder richtig Natur werden, frage ich mich, ob das überhaupt möglich ist. Also gibt es da schon Erfolge, wo man sagen könnte, okay, da ist vielleicht auch so viel passiert, würde ich das überhaupt noch erkennen, dass das mal Bergbau war? Wenn Sie da heute in der Lausitzer Seenplatte, die heißt nicht umsonst so, da durch die Landschaft fahren und würden vorher nicht wissen, dass das eine Bergbauregion gewesen ist, dann hätten Sie das Gefühl, das wäre so ein bisschen fast wie in Bayern, nur ohne Berge. Also Sie hätten überall schöne, nette Seen und das sieht erstmal auf den ersten Blick aus, als wäre das von der Natur so vorgegeben. Wenn Gebiete renaturiert werden sollen, wie zum Beispiel bei solchen Seelandschaften, dann beginnt alles mit den Small Five. Sie sind die ersten 5 Lebewesen, die sich einen Lebensraum in der vorherigen Mondlandschaft schaffen. Die Small Five sind Insekten, also Sandohrwurm, Kreiselwespe, Sandlaufkäfer, Sandschrecke und der Ameisenlöwe. Man vermutet aber, dass auch bei einer gelungenen Renaturierung zum Beispiel die Biodiversität viel geringer ist als noch vor dem Bergbau. Da liegt also in jedem Fall eine Verantwortung, auf die auch die sogenannte Berliner Erklärung hinweist. In der fordern die drei Leibniz Naturforschungsmuseen, also das Leibniz-Institut zur Analyse des Biodiversitätswandels, die Senckenberg-Gesellschaft für Naturforschung und das Museum für Naturkunde Berlin und dann noch weitere Leute aus der Forschung, dass unter anderem mindestens 20% der von Menschen zerstörten oder beschädigten Ökosysteme renaturiert werden. Um so Arten vor dem Aussterben zu retten, aber auch unsere CO2-Ziele durch mehr Wälder und Moore erreichen zu können. Und mehr dazu findet ihr im Link in der Videobeschreibung. Klickt da gerne mal drauf und supportet das vielleicht ein bisschen damit. Eine große Möglichkeit, um in Zukunft die negativen Folgen von Bergbau zu minimieren, ist Recycling, also die Ressourcen, die wir bereits gefördert haben, lange und mehrfach zu nutzen. In Deutschland werden gerade einmal 20% des Kobalt oder 50% des Kupfers recycelt. Das ist also eine Zahl, da ist noch sehr viel Luft nach oben. Um wirklich effizient recyceln zu können, muss das spätere Auseinandernehmen aber eigentlich beim Bau von Elektrik und Maschinen schon berücksichtigt werden. Das wird aber, das ist meine klare Prognose, natürlich im Rahmen einer wachsenden Weltbevölkerung nie so ausgehen, dass wir im Prinzip eigentlich keinen untertägigen oder tagebauähnlichen Bergbau mehr betreiben, weltweit. Weil wir können nicht alles sozusagen rein über Recycling machen. Es sei denn, wir würden uns in gewisser Weise jetzt in der Welt darauf verständigen, dass wir uns sozusagen natürlich im Grunde in einer Art und Weise zurückentwickeln, dass wir zum Beispiel irgendwann, wäre ja eine Option, dass wir sagen, wir begrenzen unsere Handynutzung oder wir begrenzen irgendwelche Nutzung von Stoffen in der modernen Welt, weil wir dann, und das wäre ähnlich mit dem Energiediskurs, wenn wir einfach weniger Energie verbrauchen auf der Welt, dann brauchen wir auch weniger Stoffe, die uns die Energie liefert.
Es braucht also auch ein Umdenken von der Industrie. Und auch wir können natürlich mehr darauf achten, dass man zum Beispiel Geräte möglichst lange verwendet. Denn ein Punkt, den wir hier auch noch nicht besprochen haben, sind die Arbeitsbedingungen, unter denen viele der Rohstoffe in einigen Ländern gefördert werden. Also es gibt wirklich viele Gründe, warum sich da was ändern muss. Übrigens, gerade zum Thema Lithium, wo es ja auch einige Probleme gibt, habe ich schon mal ein Video gemacht, das packe ich euch auch noch in die Videobeschreibung. Und es gibt noch einen super interessanten Ansatz, wie Bergbau effizienter und nachhaltiger funktionieren kann. In Bergbauabfällen, da steckten oft immer noch wertvolle Metalle, bei denen es sich aber bisher nicht gelohnt hat, diese aus dem Gestein herauszulösen. Forschende der Bundesanstalt für Geowissenschaften haben jetzt für dieses Problem ein Bakterium gefunden, und zwar das Bakterium Sulfobacillus hertziensis. Das gehört zu den acidophilen Mikroorganismen, also säureliebenden, und ist in der Lage, Kobalt aus Gesteinsrückständen zu extrahieren, und zwar 91% dessen, was da noch drin steckt und sonst gar nicht gewonnen werden könnte. Solche Verfahren mit Mikroorganismen nennt man Bioleaching. Bakterien verarbeiten gemahlenes Gestein so, dass eine Lauge entsteht. Teilweise wird das nicht nur im Labor, sondern auch schon auf so Bergbauhalden erfolgreich getestet. Also für Kupfer, Eisen, Indium und andere Metalle gibt es da einige Versuche. Und Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sehen hier ein riesiges Potenzial für diese Bergbaubakterien. Bioleaching ist umweltfreundlicher und kostengünstiger und weniger gefährlich, da halt viel weniger Säure benötigt wird. Also das ist schon eine ziemlich coole Sache, die wahrscheinlich langfristig für uns immer relevanter wird. Trotz der vielen negativen Folgen, die Bergbau für unsere Umwelt mit sich bringt, ist klar, dass ohne den Bergbau Deutschland nicht die wirtschaftliche Bedeutung erlangt hätte, die es heute hat, und unsere Welt ganz anders aussehen würde. Auch wenn Kohle langfristig nicht mehr so abgebaut werden wird, sind wir auf zahlreiche andere Rohstoffe aus dem Bergbau für unsere globalisierte und technisierte Welt angewiesen. Und halt auch, das darf man nicht vergessen, um nachhaltige Energie zu gewinnen. Wichtig dabei ist aber, dass wir möglichst viele Rohstoffe aus dem Bergbau recyceln und Rohstoffkreisläufe schaffen, die nachhaltiger sind, um eben möglichst wenig aus den Böden nehmen zu müssen. Wenn man zum Beispiel konsequent Batterien sammelt und recycelt, kann man 40% des Lithiumbedarfs im Jahr 2050 über Recycling decken. Also ich glaube persönlich, dass dieses Recycling-Thema für uns immer relevanter wird, weil natürlich ist Reduzieren immer der erste Schritt, den man machen sollte, aber sind wir ehrlich, in vielen Punkten wird das einfach sehr, sehr schwierig, weil natürlich Leute ungern auf ihre Geräte verzichten wollen und da wir ja auch viele Dinge haben wollen, also wir wollen ja erneuerbare Energien und so, das heißt, wir müssen da wirklich schauen, wie können wir diese Materialien länger nutzen und halt wiederverwenden. Hier findet ihr auch noch das Video zum Lithiumabbau und hier ist die Playlist mit allen Videos und Livestreams, die in Zusammenarbeit mit den Leibniz-Forschungsmuseen entstanden sind. Bei jedem dieser Museen sehe ich mir hinter den Kulissen die spannende Forschung an. Und das nächste Museum, was ich besuchen werde, ist das Deutsche Museum in München. Da werde ich im Dezember live vor Ort sein und bin schon sehr gespannt. Und ja, ich hoffe, ihr habt auch Bock darauf. Also schaltet da auf jeden Fall ein. Und jetzt macht's gut, bis zum nächsten Mal. Euer Jakob.